Hallo und willkommen bei Spartanet. Heute wollen wir euch die PD36 Taschenlampe von Phoenix zeigen. Diese Lampe ist ca. 14 cm lang und hat 27 mm im Durchmesser. Sie besteht eigentlich aus drei Teilen und der wichtigste ist der Akku. Dieser 5000 mAh Akku kann mittels USB aufgeladen werden, was wirklich sehr praktisch ist. Ihr seht, einfach einstecken und das rote Licht zeigt an, dass es geladen wird. Wenn es grün wird, ist es voll. Also Akku rein und los geht's. Der Bedienschalter besteht aus einem Druckknopf und einem Drehschalter, mit dem ihr zwischen dem Tactical Mode und dem Duty Mode umschalten könnt. Der Duty Mode ist dieses Wiederholungszeichen und der Tactical Mode ist dieses Kreuzchen. An sich sehr durchdacht. Der Tactical Mode liefert euch einfach helles Licht, um genau zu sein 2000 Lumen bzw. 12600 Candela. Bei vollgeladenen Akku habt ihr eine Leuchtdauer von bis zu 3 Stunden. Auch spannend bei der PD36 von Phoenix ist, dass sie einen Stroboskopmodus hat. Dazu müsst ihr nur den Druckschalter fest gedrückt halten, dann beginnt es zu blinken. Hier, wie ihr sehen könnt, bleibt das Blinken nicht konstant, sondern die Frequenz wechselt zwischen zwei verschiedenen Blinkparametern. Somit hat euer Gegenüber keine Chance, sich auch nur irgendwie an das Geblinke zu gewöhnen. Beim Drehschalter ist anzumerken, dass ihr ihn immer auf den Lockout-Modus stellen könnt. Also wenn ihr eure Lampe aktiviert und dann den Schalter auf Lockout dreht, könnt ihr sie nicht ausschalten, solange ihr nicht den Schalter in einer der beiden anderen Positionen dreht. Als nächstes der Duty Mode. Dieser liefert euch 5 Leuchtstufen zum Durchschalten, die ihr immer nach der Reihe durchschalten könnt, über einen kurzen Druck auf die Endkappe. Die 5 Leuchtstufen gehen von Echo bis Turbo. Echo hat 30 Lumen, Low 150 Lumen, Medium 53, High 1000 und Turbo 3000 Lumen. Es ist somit heller als der Tactical Mode. Aber dafür ist die Laufzeit auch nur mit 1,5 Stunden wesentlich niedriger. Seht, die Lampe ist sehr hell. Auch im Duty Mode steht euch das Stroboskop zur Verfügung. Einfach lange drücken. Besonders gut gefällt uns an der PD36, dass sie stoß- und wasserfest ist. Also sprich, falls euch mal aus einem Meter ins Wasser fällt, alles kein Problem. Sie ist nach IP68 wasser- und staubdicht. Alle detaillierten Infos findet ihr wie immer bei uns auf der Seite im Review. Bis bald, euer Lieutenant Dan.